Olympiateilnehmer und Nachwuchstalente, Wettkämpfe und Meisterschaften. An jeder Ecke der Schweriner Sportanlagen Lamprechtsgrund eine andere Sportart. Das Norddeutsche Sportfest der Vielfalt machte am Wochenende seinem Namen alle Ehre. Dabei bezieht sich Vielfalt eigentlich auf den Umstand, dass sich alles um Sportarten dreht, an denen Menschen mit und ohne Behinderung gleichermaßen Spaß haben. Zum 25. Mal fand das Sportfest statt. Angefangen hatte alles mit einer Handvoll Vereine und jeder Menge Enthusiasmus. Dieses Sportfest beinhaltet diesen ursprünglichen Mehrkampf für jedermann. Das war eigentlich so der Kerninhalt, als wir angefangen haben. Es gab damals jetzt heißt es Floorball, Unihoc. Und ansonsten waren die Sportarten nicht vertreten. Ne? Und wir haben dann mal irgendwann einen Cut gemacht und gesagt, wir müssen dieses Sportfest an einen festen Standort bringen. Das war dann Schwerin, weil hier auch die Sportanlagen geeignet sind, den Sport in der Vielfalt zu entwickeln. Und dann haben wir geguckt, welche Sportarten haben jetzt einen Stand, wo sie sagen, wir nutzen dieses Sportfest als Rahmen für ein Wettkampfangebot, egal in welcher Form. Ob nun als Landesmeisterschaft oder offenes Turnier oder ein überregionales Turnier. Und die Wettkämpfe locken jedes Mal mehr Gäste. Aus ganz Mecklenburg, Vorpommern, Berlin, Brandenburg und auch aus der Ukraine kamen sie nach Schwerin. Insgesamt 30 Sportvereine wollten zeigen, aber auch erleben, wie inklusiver Sport funktionieren kann. Schwerin ist mit dem Sportfest zum Zentrum dieser Vielfalt avanciert. 25 Mal hat es ja schon stattgefunden, seit 2002, jetzt immer in Schwerin, weil wir natürlich hier super Bedingungen anbieten können. Und es ist auch eine Auszeichnung für unsere Sportvereine, ist, die inklusiv Sport betreiben, die für Menschen, die ein Handicap haben, da sind und sich um sie bemühen. Insbesondere auch den Argus-Sportverein, den Stadtsportbund. Ein Dankeschön dafür, dass wir dieses Sportfest hier haben. Auf der anderen Seite Top-Bedingungen, sie machen alle mit. Auch nach 25 Jahren gibt es jedes Jahr Neuzugänge. Vereine, die sich auch auf dem Sportfest präsentieren möchten. Die Judoka vom PSV Schwerin wollten aber mehr tun, als nur ihre Wurftechniken zu zeigen. Die Monika Knauer, die das hier mit organisiert, ist ja im Verband sehr stark engagiert. Und die wollte, dass die Sportarten sich mal ein bisschen besser präsentieren. Und weil die meisten hier gar keinen Plan haben, wie so ein Judo-Wettkampf funktioniert, haben wir gesagt, machen wir mal eine Stadtmeisterschaft. Es gibt zwei Vereine ja hier in Schwerin, den ersten Schweriner Judo-Club und den PSV. Und deswegen haben wir das in dieses Sportfest mit eingebaut, diese Stadtmeisterschaft. Und werden die wahrscheinlich auch etablieren, dass wir die jedes Jahr machen können. Egal ob beim Boccia oder beim Elektro-Rollstuhl-Hockey, immer geht es darum, allen Menschen die Teilnahme am Sport zu ermöglichen. Und wenn nun ein Blinder schießen möchte, dann wird auch das möglich gemacht. Der Schütze, der die Scheibe halt nicht sieht, der hat ein Hörgerät drauf und über dieses Hörgerät hört er einen Ton. Die Scheibe ist so aufgebaut, dass rundherum ein schwarz ist und in der Mitte zugehend von grau in ganz weiß. Wenn diese Scheibe abgetastet wird von der Optronik, von dem Laser, dann wandelt sie dieses Licht in einen Ton um. Für jeden Sportler sind die großen Vorbilder natürlich diejenigen, die es bis zu den Olympischen oder Paralympischen Spielen schaffen. Wir in Rio wurde das Projekt genannt, welches zeigen soll, wie vielfältig die Leistungsträger sind, für die nur die Spitze gut genug ist. Eine von ihnen ist Simone Briese-Bethke. Sie entdeckte das Rollstuhlfechten für sich und konnte unglaublich schnell Erfolge erzielen. Ich habe ein sehr stark eingeschränktes Gesichtsfeld und habe eigentlich nach einer Sportart gesucht, die umfangreich ist, die mehr abfordert, ja? Wo man seinen Körper mehr einsetzt, wo man natürlich sein Gehirn mit einsetzt. Fechten ist eine Kopfsache und da kam eben spontan die Reaktion von meiner Augenärztin, sie hätte da was von Rollstuhlfechten gehört. Dann habe ich natürlich im Internet gesucht, geguckt und gemacht. Und habe gefunden, in Rostock wird Rollstuhlfechten praktiziert. Habe dann nach 10 Monaten Training meinen ersten internationalen Wettkampf bestritten und Silber gewonnen. Und da stand für mich fest, ja, es ist die richtige Sportart. Förderer wie Stadtwerke, AOK Nordost und Sparkasse Mecklenburg-Schwerin tragen jedes Jahr ihren Teil zum Gelingen bei oder rufen eigene Veranstaltungen ins Leben.
Seit letztem Jahr gehört der Stolle Spendenlauf zum Sportfest der Vielfalt dazu. Dabei wird fleißig für Schweriner Sportvereine gesammelt. So wird das Norddeutsche Sportfest der Vielfalt jedes Jahr ein bisschen vielfältiger.